Wer wird diesmal unser Hingucker im Sattel bei Fashion Star? Gemeinsam mit Piqueur Eskadron suchen wir die Fashion Stars 2020. Vier Reiterinnen shoppen bei Löstau. Wer kreiert den funktionalen Fashion Look? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Unser Juror Springreiter Jens Hilbert schaut ganz genau hin. Welcome to Fashion Star. Ihr Lieben, ich bin der Jens und ich freue mich auf eine weitere Folge von Fashion Star. Heute mit unserer Diana oder wie ich sie genannt habe, Lady Di. Und ich muss mal echte Lanze brechen. Also die Löstau-Sortimente, wenn ich da noch 10 Jahre zurückblicke, wenn ich bedenke, so ein Stiefel steht da im Regal, boah, der könnte auch bei Dolce & Gabbana und Gucci stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Diana mit ihrem Modemut und was die alles an Outfits sich rausgesucht hat, unter anderem, das seht ihr jetzt. Es wird spannend bei Fashion Star. Und sie ist die letzte Kandidatin dieser Staffel. Mit ihrer Kamera macht Diana aus jedem Pferd ein richtiges Model. Wenn die Fotografin am Set ist, muss alles sitzen. Das weiß scheinbar auch Wolke, ihre Stute, die ganz schön eitel ist. Wehe, wenn Wolke nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, dann nimmt sie alles zwischen die Zähne, was sie kriegen kann. Da wird sie gerne mal zum Hund. Ja, sie kann sogar bei Fuß gehen und auf Kommando Küsschen geben. Mit ihr hat Diana immer was zu lachen. Doch wenn Diana mit ihr im Galopp reitet, fühlt es sich noch immer so an, als schwebe die 23-Jährige auf einer Wolke dahin. Mal sehen, ob es der Paderbornerin auch vor der Kamera gelingt, dieses Gefühl von Leichtigkeit zu behalten. Ihre Shoppingbegleitung Sarah wird sie dabei unterstützen. Hallo, ich bin Sarah. Ich bin heute die Shoppingbegleitung. Und ich freue mich auf den Tag, um Diana ein bisschen zu unterstützen und hoffentlich ein bisschen Plan in die Sache zu bringen. Im größten Löstau-Shop Europas dürfen sich die zwei gleich austoben. Dazu brauchen sie noch Geld. 600 Euro sind es für Diana und ihre Wolke. Ob sie damit ein schönes Outfit finden? Doch vorher geht's noch zur Blackbox. Dort wartet eine Überraschung. Wird sich Diana für das Geschenk entscheiden? Dann bleibt die Shoppingzeit bei 15 Minuten. Verzichtet sie auf den Inhalt der Blackbox, hat sie dagegen volle 20 Minuten Zeit. Diana, entscheide dich jetzt! Okay. Oh Gott. Ich finde sowas schlimm. Ich kann mich nie entscheiden. Sag was. Nimm das It-Piece, dann hast du schon mal eine Farbgrundlage. Ja, machen wir so. Klare Ansage, Sarah. Oh Gott sei Dank, es ist nicht rosa. Was haben wir denn hier? Wir haben da die Eskadron Riding Tight Reflex. Guck mal. Oh ja, blau. Blau ist super. Dann kann's ja jetzt losgehen. 15 Minuten Zeit. Wer sucht wo? Den Plan? Naja, geht gar keine Ahnung. Okay. Lady Di und ihre Therapeutin unterwegs bei Löstau und Fashion Star. Lady Di, jetzt gib aber mal volle Hacke Stopp. Welche Farbkombi mag Diana denn am liebsten? Cognac Olivgrün trägt sie ganz gerne, die Kombi. Ansonsten gedeckte Farben, Creme in die Richtung Braun, Blau ganz viel. Wenn bunt, dann nur ab und zu mal so ein paar Highlights, aber eigentlich eher immer relativ schlicht und klassisch. Klassisch bis das, was ich gerade habe. Ja. Ich finde das Ding wahrscheinlich nie. Aufgabe gescheitert, weil Schleife nicht gefunden. Ach, Diana, das haben bisher alle geschafft. Da habe ich schon. Also den Ding habe ich noch nicht. Gott. Sag mal, Frau Psychologin, was ist Dianas größte Stärke? Sie hat eine sehr, sehr lange Geduld. Also man muss sagen, mit ihrem Pferd braucht man manchmal Geduld. Die hätte ich nicht. So richtig aus der Ruhe bringen, ist relativ schwierig. Also was? Bin ich schon wieder zu entspannt? Also was ich an der Diana ganz gerne mag, ist, ich finde ja Frauen, die Mut haben, einen Kurzhaarschnitt zu haben, finde ich total stark. Und ich finde, das steht ja auch gut, das ist stylisch. Ah, perfekt. Vielleicht habt ihr einfach den gleichen Friseur. Ja. Fashion Star?
Einfach, luftig und elastisch. Ja, das ist doch mal ein Motto. Damit kann ich arbeiten. Das hört sich gut an. Was stellst du dir darunter vor? Eigentlich etwas, was ich zur Not, also was ich reittechnisch anziehen könnte, was ich aber auch beim Sport anziehen könnte, weil luftig und elastisch. Ja. Was hältst du davon? Die finde ich fast die schicker. Die finde ich besser. Dann möchte ich die. 5 Minuten sind schon mal vorbei. Wir haben jetzt eine blaue Hose. Ja. Ich würde sagen, ihr nehmt euch einfach noch ein Cappuccino dazu und macht erstmal so eine kleine Kaffeerunde. Und dann sehen wir später nackig weiter. Guck mal da vorne bei Oli vielleicht so ein bisschen. Oder was Helleres. Oder die finde ich auch schick. Die finde ich besser. Das sieht gut dazu aus. Ja, weil das ist ein Farbkontrast. Jetzt habe ich das Motto schon wieder vergessen. Und Dianas Freundin ist Psychologin. Ist das nicht so, dass Psychologen, die das studieren, auch auf der Suche nach irgendeinem Hauch im Leben sind? Nee, das Samt finde ich hässlich. Bei mir ist unheimlich viel Therapiepotenzial. Deshalb gucke ich ja auch immer so viele Coaching-Bücher an. Also ich bin euch sehr nah. Lass uns mal eben schnell Schuhe. Das hilft aber nicht bei Fashion Star. Wo ist denn dein Outfit, Diana? Feierabend. Handschuhe hell, dunkel? Handschuhe dunkelblau. Ich dunkelblau. Was ziehe ich hier für Schuhe? Schwarz. Ich möchte Stiefel eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob ich Stiefel. Vielleicht sucht ihr beide nach unterschiedlichen Schuhspezies. Ich suche die Handschuhe größer. Schwarz. 7? Da. Ja, 7 oder 7,5. Stieflein, Stieflein im Regal. Müssen die mir passen? Die Schuhgröße ist nicht egal. Ja, 40 hoch eng oder sowas. Das wäre richtig gut. Mit weiß abgesetzt oder ganz blau? Ja, mega. Perfekt. Lass mich jetzt mal rechnen. Ich rechne, du ziehst, probierst an. Ja, guter Plan. Wo sind die Sachen? In der Umkleide. In der Umkleide. Boah, du bist richtig gut. Erstens, wir haben uns lieb, wir haben einen Plan und wir sind richtig gut. Das zeugt von viel Selbstwertgefühl. Das kann nur von einer guten Therapie kommen. Chaka! Richtig gerechnet habe. So, Adi und Subtrahieren geht auch noch. Oh, 640. Wir sind über dem Preis, das heißt, die hinteren Gamaschen bleiben weg. Dann hat Wolke Bandagen. In die 600 Euro passen sogar Reitstiefel rein. Ein Fliegenmützchen braucht sie nicht, weil trägt sie sowieso nie. Das sieht doch schon fast fertig einfach aus und ihr habt noch 5 Minuten. Elastisch. Also ich finde, das ist eine elastische Hose, sehr das luftig passt. Und elastisch. Für deine Verhältnisse sehr luftig. Ich finde, das Einzige, was man sagen kann, die Jacke ist jetzt nicht ganz luftig, aber ist die Frage, willst du lieber. Die ist bestimmt auch luftig. Ui. Also, finde ich richtig gut. Was war denn das jetzt für eine Marke? Die will ich auch haben, die Handschuhe, aber die will ich für den roten Teppich nicht zum Weiter. Das sind Röckelhandschuhe, lieber Jens. Blau passt immer. Hey, und Sarah macht dir ganz schön Konkurrenz als Modeberaterin. Gut, dass ich dich dabei habe. Ohne dich, ich wäre lost, aber richtig. Nein. Achtung, Vulkanausbruch der Freude. Ja! Sehr gut. Und wie sieht dein funktionales Outfit aus? Dein Geschenk, die Eskadron Riding Tight Reflex, sitzt wie angegossen. Das teuerste Teil, die Reitstiefel von Löstau für knapp 280 Euro. Die Funktionsjacke von Josie gibt's für rund 150 Euro und blaue Handschuhe. Und jetzt wollen wir Wolke sehen. Ah, die Beine strahlen im weißen Eskadron-Look. Die blaue Schabracke greift das Weiß wieder auf. Kostenpunkt knapp 70 Euro. Diana hätte noch knapp 20 Euro ausgeben können. Last but maybe not least, wird Diana Fashion Star? Das weiß nur Jens Hilbert. Ach, Menno, jetzt ist die Woche schon wieder rum und es war so schön. Die 4. Staffel von Fashion Star. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Finalistin, die Diana, super selbstbewusst, super cool, super clean und einfach ihr Ding durchgezogen, auch noch Premium-Style-Produkte wie die Reitstiefel genommen. Das kann nur abgefärbt haben von ihrer Psychologin und Shoppingbegleitung. Also cooles Finale und wer am Ende Fashion Star der 4. Staffel wird, das seht ihr in der nächsten entscheidenden Sendung im Finale von Fashion Star.